Na, ihr fantastischen Menschen da draußen, geht es euch soweit ganz gut? Langsam aber sicher beginnt wieder eine sehr, sehr spannende und auch freudige Minecraft-Zeit voller News und auch spannenden Ankündigungen. Wie im Video gestern bereits geteilt, wissen wir nun, welche Namen die drei Mobs des diesjährigen Mob-Votings tragen. Schaut da gerne mal rein, falls ihr das verpasst haben solltet, ist auf jeden Fall spannend. Und fast zeitgleich mit diesem Video ging dann von Minecraft persönlich noch ein neuer Post online, der die ein oder anderen spannenden Infos zur Minecraft-Live-Show teilt, aber auch eine indirekte Entschuldigung mit sich bringt, irgendwie mit einer Ankündigung verpackt, wie sie sich selber irgendwie noch verbessern möchten. Alles summa summarum, kann ich sagen, ist auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt für das Spiel. Denn ich finde, dass es ein riesengroßer Schritt ist in die richtige Richtung von Minecraft. Dazu auf jeden Fall gleich mehr. Abonniert noch gerne rein, um nie wieder irgendwelche Minecraft-News zu verpassen. Und drückt noch die Like-Taste, um den netten Schleimi glücklich zu machen. Vielen Dank. Wie eben erwähnt, ist gestern noch ein neuer Beitrag von Minecraft auf Twitter erschienen. Bevor wir uns den aber genauer anschauen, würde ich euch gerne noch das aktuelle Ergebnis meines inoffiziellen Minecraft-Live- Votings einfach mal zeigen. Auf Twitter habe ich gefragt, welchen Mob ihr zum aktuellen Zeitpunkt nur anhand des Namens denn wählen würdet. Und wie wir sehen, ist es noch ein echt knappes Rennen gewesen. Also der Rascal, richtig deutsch vorgelesen, also der Schurke oder Gauner, hat nur mit 0,4% gegen den Schnüffler gewonnen. Der Tough Golem hat aber mit seinen 30,8% von 250 Stimmen auch nicht schlecht abgeschnitten. Also irgendwie schon ein enges Rennen zwischen den drei Mobs. Natürlich ist dies jetzt nur ein inoffizielles Voting gewesen und ohne jegliche weitere Infos zu den einzelnen Mobs absolut nicht aussagekräftig. Naja, aber jedenfalls teilte Minecraft gestern noch diesen Post hier auf Twitter mit den Worten: Was können Sie für die Minecraft Live 2022 erwarten? Das Warten ist fast vorbei, aber wir freuen uns, hier einige Details zu teilen, die auf unseren neuesten Fragen und Antworten der Minecraft Now aufbauen. Angefügt ist dann ein Beitrag auf der offiziellen Webseite mit sehr, sehr vielen Infos zu der Planung und auch zu der aktuellen Lage des Teams von Minecraft. Ich weiß, stupides Vorlesen ist nicht jedermanns Sache, aber ich finde, das, was sie hier geschrieben haben, kann man so am besten genau wiedergeben, weil eigentlich jede Zeile extrem wichtig ist. Sie schrieben nämlich folgendes: Hast du die August-Folge von Minecraft Now gesehen? Ob sie es live gesehen haben, es nach der Ausstrahlung gesehen haben oder es für einen besonderen Anlass aufbewahren, ich werde ihnen die kürzeste Zusammenfassung geben. Nicht um irgendwas zu spoilern, das würde ich niemals tun, sondern um ihnen etwas Kontext zu geben, damit der Rest dieses Artikels Sinn macht. Agnes und Ingela oder Ingela nahmen an einer Live-Bausitzung mit Wu teil, bei der sie auch Fragen aus dem Chat beantworteten. Wenn sie herausfinden möchten, was ihre Lieblingsblöcke sind und warum, können sie sich die Show ansehen, denn ich bin hier, um über die Frage nach der Größe des Kernspielteams zu sprechen. Ingela spricht über das Team, das von 15 auf 80 Mitarbeiter gewachsen ist und wie sich die Struktur im Laufe der Jahre verändert hat. Es hat Zeit, Wachstumsschmerzen und viel Mühe von allen Seiten gekostet, aber heute ist das Team an einem Ort, an dem Inspiration oder beziehungsweise an dem es Inspiration schöpfen und mehr Eigenverantwortung für seine Arbeit übernehmen kann. Eine der Änderungen, die das Team vorgenommen hat, ist die Art und Weise, wie sie mit der Aktualisierung des Spiels arbeiten und wie sie Korrekturen mit neuen Funktionen in Einklang bringen können. Wir wollen, dass Minecraft ewig hält. Diese Änderungen zielen darauf ab, unser Team zu schonen und die höchstmögliche Qualität sicherzustellen, während wir gleichzeitig unsere Versprechen einlösen. Dieses Jahr werden wir die Dinge während der Minecraft Live Show 2022 am 15. Oktober etwas anders machen. In der Vergangenheit haben wir den größten Teil unseres bevorstehenden Updates während der Show enthüllt. Aber dieses Jahr wollen wir der mysteriösen Natur von Minecraft treu bleiben und nicht alle Katzen und Ozzylos aus dem Sack lassen. Das Team wird trotzdem zeigen, woran es arbeitet, aber nur die Dinge, die bereit sind, die Bühne zu betreten und im Rampenlicht zu glänzen. Minecraft ist so stark gewachsen, seit es 2010 zum ersten Mal das Licht der Welt erblickte. Das Studio hat es in allen möglichen Richtungen getrieben, aber es wurde von uns allen geformt. Jeder, der Feedback sendet, jeder, der Inhalte innerhalb und außerhalb des Spiels erstellt, jeder, der Minecraft spielt, hilft dieser blockigen Welt, sich zu einem seltsameren und auch wundervolleren Ort zu entwickeln, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Wir werden weiterhin zuhören, lernen und uns von ihnen inspirieren lassen. Hoffentlich teilst du unsere Begeisterung für die Features, die wir am 15. Oktober vorstellen werden, und haltet in den kommenden Monaten die Augen offen für mehr. Das waren, zugegeben, muss man auch bei der ganzen Negativität in den letzten Wochen und Monaten sagen, auf jeden Fall extrem starke Worte, hat mich sehr gefreut. Mir gefällt es, dass sie nun wesentlich vorsichtiger und auch überlegter mit neuen Updates bzw. dessen Ankündigungen arbeiten. In den vergangenen Jahren haben sie immer sehr, sehr viel gezeigt oder viel zu viel gezeigt, was auch noch teilweise absolut unfertig war und wirklich auch im Nachhinein noch gestrichen wurde. Wir können also festhalten, alles, was wir bei der diesjährigen Minecraft Live-Show zu Gesicht bekommen, hat Hand und Fuß. Also wir müssen uns nicht nach der Live-Show die Gedanken machen, wie letztes Jahr, hey, kommt es auch alles so, bzw. ob das gezeigte Feature XYZ wirklich so kommen wird oder im Anschluss doch wieder gestrichen wird. Denn
wie sie betonten, werden sie so etwas nicht mehr tun. Und was ich persönlich auch extrem gut finde, dass sie das nochmal so klipp und klar darstellen, beziehungsweise hervorheben und sagen, hey, wir haben daraus gelernt, wir haben Fehler gemacht, das werden wir in Zukunft auf jeden Fall nicht mehr tun. Dadurch werden wir zwar so mal so warum weniger Features während der Show sehen, logischerweise, dennoch ist es für jeden Beteiligten auf jeden Fall deutlich besser. Minecraft hat gelernt und möchte in Zukunft so einiges besser machen und das merkt man auf jeden Fall. Dadurch können wir uns, denke ich mal, auf eine deutlich schönere Zeit einstellen, was Minecraft angeht jedenfalls. Aber was denkt ihr über das ganze Thema? Was sagt ihr zu diesem Statement hier? Was ist da eure offene, ehrliche Meinung? Gerne damit unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich euch Schleimi wie immer fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, Freunde.